Und wir sind zurück bei Let's Play Sacred Gold. Höhlenfische jagen und die Schmiede aufsuchen. Das sind gerade unsere Missionen. Die Höhlenfische haben wir bis jetzt irgendwie nicht so große Probleme gehabt zu finden, weil ja, die sind eher zu uns gekommen. Wobei jetzt habe ich schon wieder ein bisschen länger keinen gesehen. Das macht mir Angst. Ah, sieh mal einer, da ist noch einer. Und da ist auch ein böser Das Magier. lohnt kaum das Da Pulver. ist eine Milz. So, die Frage ist, wie kommen wir auf dieses Felsplateau? Ah, ich sehe schon. Wir haben da schon eine Message. Da geht's zum Schmied. Scheint irgendwie so ein Einsiedler zu sein. Wer hat denn sonst seine Schmiede so mitten in der Wildnis? Guckt euch das mal an hier. Hier geht's nach oben und sieht überall Spinnen, Höhlen, Fische und andere Monster und der hat hier seine scheiß Schmiede. Das muss entweder ein richtig starker Brocken sein oder jemand mit einem Dachschaden. Im Zweifel beides. Aber da oben sind sogar Höhlenfische. Sogar ein paar mehr. Okay. Den haben wir jetzt immerhin schon. Tada, da ist die Schmiede. Das wird ja wohl sein, was? Loromir hat Zahnschmerzen? Ein guter Scherz. Hier habt ihr eure Diamantenlanze und grüßt mir den alten Raufbold. Und warum konnte nur er das machen? Wahrscheinlich, weil er so ein Einsiedlerschmied ist. Ach, hier ist übrigens auch eine Brücke, ne? Aber hier ist auch eine und die führt uns hier noch zu einem Dorf. Hier nämlich. Tja, ich glaube, das mache ich gleich als erstes. Wir haben es ja nicht eilig mit der Quest. Wir haben es doch nicht eilig. Das ist genauso wie in World of Warcraft. Dass man muss das Spiel genießen und nicht irgendwie hektisch durchfetzen. Das wird solchen wunderbaren RPGs nicht gerecht. So, er hat sich aufgehangen. Ach, fuck. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? 6.23 Uhr 8. Kann ich mal hier eben kurz speichern. Können wir mal gucken, wenn ich neu lade. Ah, hat schon was gebracht. Shit, jetzt komme ich Desktop. Das war nicht gewollt. Habe ich aus Versehen anstelle von Alt auf die Windows-Taste gedrückt. Tada, aber jetzt kann ich mich bewegen. Sehr schön. So, das ist der Fluss, der sich kaum von der restlichen Umgebung abhebt. Kann schon mal passieren, dass man dann dagegen läuft. Wir brauchen dennoch weitere Milzen. Die Frage ist, woher nehmen und nicht stehlen? Ist das dann Elite für Schnee? Sieht aber irgendwie größer aus als der. Mag an der Distanz liegen. Hier haben wir nochmal eine Milz. Ja. Manchmal sind diese hartnäckigen Spinnen echt annoying. Na so, der kämpft die ganze Zeit mit seinen scheiß Händen, ey. Dämlicher Zwerg. 13 von 15. Fischi, Fischi, Fischi. Das ist die 14. Das ist die 15. Wenn sie denn beide eine Milz dabei haben. Jawohl, ja. So will ich das sehen, verdammt. Sehr schön. Dann machen wir jetzt mal direkt als nächstes Fischen auf dem Trockenen. Wenn mich der dämliche Fisch hier denn lässt. Nur weil wir genügend Milzen eingesammelt haben, heißt es ja nicht, dass sie mich jetzt in Ruhe lassen, diese dämlichen Kackviecher. Nein, jetzt geht's erst richtig los.
Charge, Charge. Ich kann mir richtig vorstellen, wie annoying das, wie mega nervig das sein muss, mit einer anderen Charakterklasse, die keine Range hat, gegen diese ganzen Scheißviecher zu kämpfen. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Eine richtige dämliche Situation. Keine Schimpfworte. So. Geh anschmeißen. Tada. Hervorragende Arbeit. Die sehen ja erstklassig aus. Hier, euer Lohn. Ihr habt ihn euch verdient. Man sieht sich. Harter Schlag. Thanks a lot. Nee. Konzentrationstränke brauche ich nicht. Aber dann wollen wir doch mal den Ausgeburt der Hölle-Quest abgeben. Ah, hier wird bald auslaufen. Ich vermag es nicht zu glauben, ihr habt es bezwungen und seid noch an einem Stück unfassbar. Kanonenschuss. Das ist eine Belohnung, die lasse ich mir schmecken. Not bad, one and all. Hier müsste jetzt auch bald auslaufen, sehr schön. Dann können wir jetzt den Zahnstocher abgeben. Der Drachen wird es mir danken. Und seine Königin auch. Hoffe ich. Das wurde ja auch Zeit, aber danke. Nun können wir den vergammelten Drachentöter da herausholen. Hier, nehmt dies. Sprich, Freund, und tritt näher. Kleiner Scherz. Sei nett zu dem alten Loromir und bring mir 4 frische Ritter. Ich bin schon wieder in einer prekären Situation. Wie du weißt, unterrichte ich hier Ritter nach den alten Gesetzen der Ehr und Waffenhaftigkeit und mache aus ihnen Paladine. Nun sind mir unglücklicherweise kurz vor deinem Auftauchen bei einer Demonstration ein paar meiner Schüler, sagen wir mal, verdampft, als mich ein Hustenanfall schüttelte. Ich benötige also 4 frische Ritter. Zählt auf mich! Okay. Das wird interessant. Ich hoffe, dass die alle hier sind. Brüder des Drachen? Keine Ahnung. I have absolutely no idea what to do. Wir werden sehen. Irgendwelche Ritter, die sich freiwillig einer Paladin-Ausbildung von einem alten Drachen mit einer Königin als Freundin unterrichten lassen. Kein Problem. Kein Problem. Ich werde sehen, was ich tun kann. Erstmal wieder auf Kanonenschuss wechseln. Falls die dämlichen Höhlenfische wieder angreifen, was sie natürlich tun werden. Da ist mir schon wieder der... Ach! Versteckt sich hinter dem Baum, der Schelm. Und der Stein ist wieder im Weg. Guck mal, wie lange man gestunt ist, ne? Es ist einfach nicht mehr feierlich. Schön nicht und feierlich erst recht nicht. So, da oben müssten die entsprechenden Ritter sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort... Ich hoffe nicht, dass wir erst 5 Stück suchen müssen, sondern dass... Okay, wir müssen wahrscheinlich doch tatsächlich erst 4 suchen. Wahrscheinlich können die mir dann auch alle noch verrecken. Lehrling bei einem Drachen? Welch bizarres Unterfangen. Wohlan denn? Doch ich komme nur mit euch, wenn ihr mich im Zweikampf besiegen könnt. Soll das ein Scherz sein... Meine Güte, ey. Haltet ein, ihr habt ehrenhaft gekämpft und mich besiegt. Ich folge euch. Auf geht's. Nächste Quest. Der hat nur 1400 Leben. Ich fürchte, die können mir verrecken. Und wenn sie mir verrecken... Ist aber dicke Luft. Gott sei Dank sind das keine Gift-Trolle, die den mit Abstand krassesten Burst haben überhaupt. Ich habe nämlich mal nochmal nachgeguckt und mir ist tatsächlich jedes Mal einer verreckt. Das heißt, die Quest ist tatsächlich fehlgeschlagen, die Schatzjäger-Quest. Aber was willst du machen, ne? Also, keine Ahnung, du kannst natürlich bis
bis zum Ende aller Tage versuchen, da irgendwas zu reißen, aber da hatte ich echt keinen Nerv drauf. Knappe bei einem grässlichen Monster? Seid ihr toll? Da müsstet ihr mich schon besiegen, bevor ich mit euch komme. Immer diese nervigen... Ein ehrenvoller Tod, aber immerhin. Kräftevergleiche. Stopp, spart euch Kräfte für die Schurken und führt mich zu diesem Drachenmeister. Jetzt müssen wir da unten hin. Okidoki. Ich speichere mal. Nicht, dass sie mir gleich wieder verrecken hier. Okay, vor denen kann ich nicht weglaufen. Hallo? Scheiße, der hat nicht Flammenwerfer drin? Der hatte Kanonenschuss drin. Shit. Der 3255 Leben und hat trotzdem so viel Schaden gefressen. Als ob ich echt nichts Besseres zu tun hätte, als hier Babysitter zu spielen. Ich mache euch fertig. Lodernder Gürtel der Legenden. Er hat schon wieder so viel Schaden bekommen. Der Gute. Ich renne einfach mal weiter. Guckt euch den Schaden an, den der Dicke frisst. Unglaublich. Auf in den Kampf! Meine Güte. Okay, hier kann ich jetzt mal alles säubern. Mal wie er zu Mama rennt. Alter. Ihr seid keine Herausforderung für mich. Nein, jetzt bin ich gestorben. Oh, ich fange an zu heulen. Fuck. Vielleicht muss ich die ja gar nicht heilen. Vielleicht überleben die ja auch so. Ich probiere es mal eben kurz aus. Tötet mal einen. Natürlich. Die überleben natürlich. Vergesst, was ich gesagt habe. Oh, nee. Und ich versuche, die am Leben zu halten. Ist wohl zu viel verlangt, ne? Haben selbst die Entwickler von Sacred eingesehen. Ja, dann pfeife ich doch auf die Schnarchnasen hier. Muss ich so durch das gefährliche Gebiet nicht babysitten. Da können umfallen und dann wieder aufstehen. So wie sich das für echte Ritter gehört. Mann, 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 Mann. Wow, hat auch noch überlebt hier. Erst vorhin wieder neue Kanonenschuss Utility bekommen. Utility Unique bekommen und immer noch keine Besserung in Sicht. Ja, dämlicher Scheißmark hier. Wow, hast du etwa nicht getroffen auf die Distanz? Junge, Junge, Junge. Welch ehrenvolle Einladung. Gerne begleite ich euch, doch mein tägliches Training gebietet mir, euch erst zum Kampf herauszufordern. Besiegt mich und ich kann den Herrn des Drachen, dem Herrn Drachen einen neuen Schwur leisten. Und noch einer! Die one-shotte ich alle, ne? Was für ein Gemetzel, aber ich halte mein Wort und folge euch zu dem Drachen. Ja, dort ist der letzte da oben. Oh, was sehen denn meine entzündeten Augen hier? Scheibe und Gleister. Verreck mir jetzt nicht, Spinny. Ja, natürlich stirbt sie.
hätte gehofft, auch da ist noch eine. Auf in. Was hält mich denn da schon wieder fest, hä? Das sind diese scheiß Höhlenfische. Die wieder nichts anderes zu tun haben, als mich zu quälen. Wie sie das immer gerne tun. Und warum zur Hölle sind hier so viele von diesen verdallemeiten Spinnenviechern? Ihr seid keine Herausforderung für mich. Wenn ich das nicht stören würde. Kriegslanze der Glorreichen. Und da oben war da noch was? Ne, da oben war nix. Tarantula Mortis. Übrigens, Tarantula, ein sehr, sehr schöner Film. Für alle, die den nicht kennen. Ein alter Schwarz-Weiß-Film. Kann man sich sehr gut abends bei einem Gläschen Wein geben. Ein sehr, sehr schöner Film. Och, was machen denn jetzt hier die Grauwölfe hier? Sache, da ist so ein Rudel. So, wo ist der Letzte? Hier ist der Letzte. Der Letzte. Von Drachen lernen? Wer träumt nicht als Kind davon? Doch ich hörte von den Gefahren, die ich natürlich nicht scheue. Doch wer seid ihr? Ein Bote? Ein Handlanger? Eine Beleidigung gar? Zeigt euch würdig und besiegt mich, dann werde ich euch folgen. Zeit, guck mal, die helfen mir jetzt natürlich wieder noch, zu sehen. Mit welchen Tricks ihr mich auch geschlagen habt, geschlagen haben mögt. Keiner soll sagen, dass ich nicht zu meinem Wort stehe. Führt den Weg zu Meister Loromir. Na gut, liebe Leute. Dann mache ich an dieser Stelle einen Cut. Wir hören uns gleich wieder und dann geht's hier spannend weiter. Macht's gut, ciao.